Moin Moin Leute, was geht ab? Da bin ich mal wieder und zwar zu einem neuen Video. Heute geht es um ein kostenloses Forum, wie ihr hier seht. Und zwar stelle ich euch heute MyBB vor. Das ist soweit das größte kostenlose Forum und das größte Open-Source-Forum, was ich persönlich kenne. Meiner Meinung nach ist es auch das beste Forum, was man als kostenloser User bekommen kann. Sehr gerne könnt ihr mir ein Like da lassen bzw. ein Abo. Und falls ihr auf die Glocke klickt, wäre es natürlich noch cooler. Ich würde sagen, wir fangen jetzt erstmal hier mit dem Download an. Und zwar müssen wir das Ganze erstmal herunterladen. Dafür nehmen wir ja nochmal die aktuellste Version, würde ich sagen. Und da lädt es auch schon runter. Ist auch gar nicht mal so groß die Datei, 2,1 MB. Dann müssen wir natürlich sicherstellen, dass wir jetzt einen Webserver haben. Ich in meinem Fall nutze einen lokalen Webserver, welchen ich auf meinem PC installiert habe. Ihr werdet dann am besten das Forum auf irgendeinem Server installieren. Dafür könnt ihr zum Beispiel Apache benutzen oder eine andere Software, um halt einen Webserver aufzusetzen. So, ich nutze in meinem Fall das Programm XAMPP für einen lokalen Server. Falls ihr es anders aussprecht, habt ihr Pech gehabt, Jungs. Auf jeden Fall spreche ich es genau so aus, weil ich werde es hier nicht buchstabieren. So, auf jeden Fall haben wir jetzt hier unseren Ordner. Und das heißt jetzt also, wir werden hier mal unseren Download raussuchen. So, das Ganze ist dann nämlich hier. Dann haben wir hier eine Dokumentation, welche wir uns durchlesen können. Und hier haben wir unseren Ordner, welchen wir wirklich dann hochladen müssen. In meinem Fall nehme ich dann einfach mal all diese Dateien hier, kopiere sie und pack sie hier einfach in meinen Webspace rein oder auf meinem Webserver drauf. Da ist es auch schon, jetzt können wir unseren Webserver hier starten. Dafür starten wir mal MySQL und Apache. Alles andere ist erstmal für unseren Anwendungsfall ziemlich irrelevant. Und dann können wir über localhost/forum das Ganze auch schon erreichen. Und wir sehen dann direkt hier, dass wir in der Installation sind. Natürlich Leute, macht euch keine Sorgen, das Design und das Template an sich könnt ihr dementsprechend auch noch verändern. Das Ganze sieht jetzt nicht super modern aus. Allerdings habt ihr da eine reichliche Auswahl an Templates, welche ihr einfach draufpacken könnt, um das Forum halt wirklich modern zu gestalten. Also lasst euch jetzt nicht von der Installation abschrecken. Wobei die auch nicht mehr so schlimm aussieht, meiner Meinung nach. Das müsst ihr auf jeden Fall mal durchlesen, falls ihr da wirklich daran interessiert seid oder nicht, was eure Rechte damit sind und was nicht. Dann überprüft jetzt hier, ob überall alle Rechte vorhanden sind. Falls nicht, müsst ihr euch das hier angucken. Das meiste Problem ist halt immer, wenn ihr irgendwie schreibgeschützte Ordner habt, dass man da quasi nichts verändern kann oder nichts löschen kann oder nichts hinzufügen kann. Dann wird hier irgendwie Failed stehen oder sowas. Dann müsst ihr halt gucken, okay, der Cache-Ordner ist irgendwie nicht beschreibbar. Dementsprechend müsst ihr den Cache-Ordner auch irgendwelche Rechte geben. Ja, ich würde sagen, das lassen wir jetzt erstmal so. Dann brauchen wir noch eine Datenbank. In meinem Fall erstelle ich einfach mal eine neue Datenbank. Ich nehme einfach mal Forum. Dann lege ich sie einfach mal an. Und hier ist die Forum-Datenbank auch schon. Dann können wir jetzt hier auch mal weitermachen. Und zwar ist mein Database-Username root. Mein Passwort habe ich nicht. Database-Name ist in meinem Fall dann auch Forum. Und Table-Prefix ist im Endeffekt egal. Ich würde ihn einfach mal so lassen. UTF-8 war gerade, by the way, auch ziemlich wichtig, dass ihr es anhabt. Damit werden dann wirklich auch alle Zeichen so übersetzt, dass sie halt auch passend angezeigt werden. Also alle Tables wurden dementsprechend ja auch erstellt, das heißt, wir können hier auch weitergehen. Jetzt hat er uns ja auch nochmal ein bisschen Default-Data reingepackt, ist schon mal gut zu wissen. Jetzt haben wir hier mal ein paar Einstellungen und zwar haben wir jetzt hier unser Forum-Namen. Zum Beispiel sage ich jetzt hier We Love Spygot Plugins. Wie wir jetzt hier auf unsere Forum-Seite draufkommen wollen mit localhost/forum, ist soweit für mich in Ordnung. Website-Name soll einfach so sein, Forum und die URL von unserer Hauptwebseite ist in meinem Fall einfach localhost. Dann kommen wir auf die normale Startseite von meiner Webseite, falls ich eine hätte. Die beiden Sachen sind für uns irrelevant erstmal. Eine Kontakt-E-Mail wäre vielleicht ganz sinnvoll. Hier können wir uns einen Pin setzen für unser Admin-Control-Panel. Allerdings, ja, würde ich sagen, setzen wir uns mal 1, 2, 3, 4, 5 und dann auf Next. Jetzt können wir uns unseren ersten Account erstellen. In meinem Fall mache ich wieder auf Spygot-Plugins rein und ein Passwort, das ist 1, 2, 3, 1, 2, 3 und meine Kontakt-E-Mail-Adresse. Damit haben wir jetzt hier unser erstes Forum eingerichtet und jetzt sollten wir eigentlich auch alles soweit sehen. Und ganz wichtig, falls ihr von irgendeinem anderen Forum kommt, könnt ihr auch hier die Dateien importieren. Schauen wir, was funktioniert hat. Und wir sehen, wir sind drin, Leute. Das ist jetzt hier unser Forum. Natürlich, wie ich schon gesagt habe, das Standard-Template ist jetzt nicht so geil. Aber das Forum bietet halt sehr, sehr viele Sachen, um es so zu individualisieren, wie ihr es haben wollt. Und über den Klick hier oben ins Admin-CP kommen wir auch ins Admin-CP. Hier können wir jetzt unser Passwort reinballern, was wir für unseren Account gesetzt haben, und unseren Secret-Pin, der war 12345. Damit können wir uns jetzt einloggen und dann sind wir jetzt in unserem Admin-Bereich. So Leute, und jetzt können wir uns auch neue Themes zum Beispiel runterladen. Dafür können wir auf Browse Themes drücken und dann haben wir jetzt hier eine Reihe voller Themes, welche wir für unser Forum nutzen können. Also es sind wirklich, wirklich viele. Und irgendeins wird da bestimmt auch dabei sein, was euch zum Beispiel gefällt. Was mir gerade wirklich gefallen hat, das habe ich mir gerade mal angeschaut, war das erste auf der ersten Seite das Emerald-Theme. Wenn wir da auf Download mal klicken, können wir das hier mal so ein bisschen in Action sehen. Das sieht ziemlich modern aus, meiner Meinung nach. Und das können wir uns dann einfach hier importieren. Und dann sollte unser Forum auch eine andere Ansicht haben. So, das ist auf jeden Fall unser Forum, Leute. Das haben wir jetzt innerhalb kürzester Zeit erstellt. Das hat echt nicht lange gedauert.
Und das können wir jetzt hier auf jeden Fall nochmal gut einstellen. Bin gespannt, was eure Meinung dazu ist. Und somit, wie gesagt, wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Lasst gerne ein Abo da oder like das Video. Und bis dahin. Ciao, ciao. Yo!